Servus Leidln! Hello! Again! Ja, herzlich willkommen zurück. Wir sind erfolgreich angekommen in Heiligenblut. Endlich 2 Wochen Urlaub. Wandern. Ja. Wandern. Hoffen wir, dass dieses Jahr das Wetter mehr mitspielt als letztes Jahr. Ja. Vor allem schöneres Wetter. Ja. Und wärmer. Wir sind ja Schönwetterwanderer, ja. Und jetzt befinden wir uns hier bei unserer ersten Wanderung, und zwar im großen Zirknitztal. Ormain. Auf den Eckkopf, ja. Genau. Schauen wir mal. Wobei wir mal schauen, wie das Wetter wird. Es ist, wenn man unschwer erkennen kann, bewölkt. Und je nach, und es hängt zwischendurch die Wolkendecke in die Berge. Das war sehr deutsch, aber egal. Ja. Es gibt 2 Möglichkeiten, wie man auf dem Eckkopf geht. Man geht den Rundwanderweg und dann da runter und da rauf. Zuerst und dann obi, so. Das hat sicher jeder verstanden, oder nicht? Jawohl. Ja, mei, lass in Ruhe, bin noch mir. Na, aber wir gehen jetzt von unserem Standort hier. Hier unten. Ja. Hier unten, dann hinauf, über die Ruppitschkase. Da schrämst du durch zur Färberkase, auf die Eckalmen, zur Ochsnerhütte. Und dort entscheiden wir nachher, ob wir weitergehen auf den Eckkopf, je nachdem wie verhangen das er sein wird. Ja. Oder ob wir sagen, wir gehen den Rundweg Richtung Zahltisch vielleicht und dann wieder zurück. Und vielleicht beim Grasleitenstollen vorbeischauen. Ja, weil da war früher Bergbau, Goldbergbau, wenn ich mich komplett entziehe. Ja, das heißt, Start ist in diese Richtung. Wir wünschen euch viel Spaß mit dem Video. Und wenn wir was Interessantes haben, melden wir uns. Ja. Passt. Dann bis zum Gipfel oder bis zur Ochsenhütte, wieder mal sagen. So ist es. Passt. Ciao, ciao. Ciao.
Servus. Hallo. Wir sind auf den Eckalmen angelangt. Und bei der Eckhütte. Alias Ochsnerhütte. Ochsnerhütte. Das da. Das heißt, wir sind jetzt genau auf der Abzweigung, wo einerseits da drüben der Rundweg herkommt. Ja. Und wo hinter uns der Weg hinauf Richtung Eckkopf führt, kann man jetzt nicht erkennen, aber irgendwo da in dieser Richtung befindet sich der Eckkopf. Ja, und wir haben Glück mit dem Wetter. Schaut so aus. Vielleicht ein bisschen Nebel, das drinnen ist, aber wir werden trotzdem auf den Gipfel gehen. Mhm. Ja, stand jetzt, der Anstieg unten war knackig. Ja, wir haben jetzt, wie lange haben wir aufgebraucht? Wir sind weggegangen um 7:45. Und jetzt haben wir... Halb neun. Ja, 8:45. Schon ein bisschen Pause gemacht. Ja. Gut, 1,5 Stunden haben wir jetzt auf die Ochsenhütte gebraucht. Ja. Das heißt relativ flott. Flott. Ich sag mal so. Knackig flott. Wir sind sehr schnell gegangen. Ich sag mal so, wenn man ein bisschen gemütlicher geht, man muss ja nicht so raufrennen oder rauflaufen. Wir haben aber wegen dem Wetter auch ein bisschen... Gefühlt man einen eigenen Stress gehabt. Ja, ein bisschen schauen, dass wir halt schneller sind. Weil man ärgert sich ja dann, wenn man dann oben ist. Oder schnellerer. Schneller sind. Weil man ärgert sich ja dann, wenn man dann losgeht und dann hat man schlechtes Wetter und ja. Wir sind uns nicht sicher gewesen, deshalb. Aber natürlich, wenn man das gemütlicher angeht, ist auch kein Stress. Man muss halt dann damit rechnen, dass man länger braucht, dementsprechend stabileres Wetter braucht. Ja, geht aber auch. Mhm. Und jetzt, nach kurzer Pause, werden wir weitergehen. Auf den Eckkopf. Ja, die letzten Kräfte mobilisiert. 600 Höhenmeter haben wir noch. Zu schaffen, zu meistern, zu überwinden. In einer Stunde sind wir oben. Und in einer Stunde wahrscheinlich sind wir oben. Schätzen wir tief. Ja, circa. ein bisschen mehr als eine Stunde, vielleicht maximal. Ja. Schauen wir mal, je nachdem, wie der Anstieg ist und wie der Weg. Wie der Weg ist vor allem. Wenn der Weg gut ist, dann schafft man gut Höhenmeter. Ja, dann schaffen wir gute Höhenmeter. Aber es schaut jetzt nicht so anstrengend aus. Nein. Aber hinten wird es wahrscheinlich wieder sehr felsig werden. Ja. Aber wir werden sehen. Und dann sage ich, wir sehen uns am Gipfel und viel Spaß noch. Viel Spaß mit dem weiteren Video. Bis zum Gipfel. Ciao. Das ist Daniel. Ich hätte nicht filmen sollen. Er wird immer ganz nervös und zeigt sein wahres Ich. Anstieg, der letzte. Naht. Die Euphorie ist wieder da. Wenn das Ende der Wanderung, zumindest im ersten Moment, naht. Yeah.
Stecken lassen wir da. Wow. Warum brauchen wir es immer? Nein. So. Nur vergessen wir, ob ich. Nein, eh nicht. Da. So, da rauf müssen wir. Ja, Alter. Oh. Das geht aber gut rauf. So. Vorsicht, rutschig, gell? So. Wart. Oh. Und? Wir haben es geschafft. Und jetzt schauen wir bitte einmal den Blick nach unten werfen, damit man sieht, was wir da aufsteigen müssen. So. Jetzt mal Stellen suchen. Weh. Das ist ranzig. Der Eckkopf. Alter, das ist geil da. Alter, da geht's gleich hinter euch durch. Wuhu! Wuhu! Alter, geil! So, wir haben es geschafft, wir sind am Eckkopf. Am Eckkopf, hinter uns das Gipfelkreuz, schön zu sehen. Ja. Auf 2871 Meter. Es ist leicht vernebelt. Und es ist ein sehr kräftezehrender Anstieg gewesen. Ja. Es war anstrengender, als wir gedacht haben, weil es vor allem querfeldein und kein wirklich definierter Weg war. Ja, leichte Kletterpassagen, wie ihr schon gesehen habt. Ja. Recht frisch ist es, wenn es jetzt auch war. Ja, jetzt ist es ein bisschen frischer geworden, weil eben der Nebel reinzieht. Ja, aber alles in allem haben wir jetzt Glück gehabt mit dem Wetter und das passt eigentlich gut. Ja. Und ja, als nächstes werden wir wieder uns an den Abstieg wagen. Und dann werden wir aber den Rundweg zurückgehen, weil der gemütlich ist. Ja. Und sonst noch? Einschätzung. Der Aufstieg unten, also der erste Steig zur Alm knackig, ist auch gut gegangen. Aber auf dem Eckkopf jetzt auch, ja, unten ist es gegangen. Ja, das Kondi, Kondi, Kondi. Vor allem Kondition braucht man da. Ja, wie gesagt, weil es doch querfeld eingeht und kein wirklich definierter Weg da ist. Nein. Deswegen. Ich sag mal, viel Geübte. Ja. Definitiv viel Geübte. Ist auch schwarz gekennzeichnet. Dementsprechend, ja, sollte man schon öfters gegangen sein, irgendwo eine Wanderung. Ja. Gröbere oder so. Auf jeden Fall. Mhm. Ja. Na gut. Also, sagen wir bis jetzt schon mal vielen Dank fürs Anschauen. Wir werden uns jetzt an einen Abstieg wagen. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal und noch viel Spaß. Ciao, ciao. Ciao. Wir haben uns entschieden, wir kürzen kurz ab. Da unten wäre der normale Weg. Nachdem wir aber den, sagen wir so, die Hälfte des Rundwanderweges hier zurückgehen wollen, haben wir gedacht, wir machen so eine kleine Harakiri-Aktion. Und versuchen den Weg zu treffen. Wir gehen da ganz kurz schenkwillig schreiben die durch, habe ich. Mal schauen, vielleicht findet man ja. Damen und Herren, liebe Zuschauer, wir haben die Abkürzung überlebt, auch wenn sie nicht verbracht hat. Aber wir befinden uns jetzt am Weg der Abkürzung. Ja. Und die markierende Spitze ist wieder frei. Ah, Eckkopf. Nun befinden wir uns auf dem Rundweg, der Hälfte des Rundweges. Vor uns sehen Sie unsere. Ja. Vor uns sehen Sie unseren Tourguide, Raphael. Haben Sie etwas zu dieser Wanderung hinzuzufügen?